nochmal mit euch sprechen und mich auch auf jeden Fall nochmal bei euch melden würde. Und ich muss schon mal sagen, der erste Vormittag mit Hashtag Wir retten Ostern hat mich schon ganz schön in Atem gehalten, weil ich so viele tolle Nachrichten von euch bekommen habe und schon so viele Bilder und Ideen, die ihr mir geschickt habt, dass ich total happy bin. Und ich freue mich auf das, was die kommende Woche noch auf uns zukommt. Was mir jetzt noch wichtig ist, heute zu sagen, ist, dass ihr die Möglichkeit habt, eine Osterbox zu gestalten. Dazu schicke ich euch gleich einfach mal ein Bild. Das könnt ihr euch ausdrucken. Vielleicht schafft ihr das mit dem Computer auch, das ein bisschen größer oder kleiner zu ziehen. Das wäre dann eine schöne Möglichkeit, das auf das Postpaket zu schicken, das wir für Oma und Opa oder für Freunde und Verwandte packen wollen, damit die dann am Ostersonntag etwas haben, was die gemeinsam mit uns während des Osterfrühstücks auspacken können, weil die vielleicht über einen WhatsApp-Chat oder über Zoom oder über Skype mit uns verbunden sind. Ideen gibt es da ganz, ganz viele. Heute werden noch ein paar Segenssprüche von uns gepostet werden. Die könnt ihr auf eine schöne Postkarte schreiben. Also, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Macht mit. Hashtag Wir retten Ostern, die Osterbox.